Genervt und frustriert vom Brexit-Chaos sind nicht nur Politiker, sondern auch Unternehmer in Deutschland. Brexit mit oder ohne Vertrag, immer wieder neue Termine, keine verlässlichen Regeln. Wie soll man sich auf so etwas vorbereiten? Dominik Müller-Russell war bei deutschen Exporteuren. Sie sind ein kleines Unternehmen, die Firma Cornelsen in Essen. Mit 40 Mitarbeitern stellen sie Grundwasseraufbereitungsanlagen her. Großbritannien ist ein wichtiger Markt für sie. Im englischen Bristol haben sie ein Tochterunternehmen. Doch der Brexit wirkt die Konjunktur dort immer weiter ab. Die Auftraggeber halten sich zurück. Umweltschutzprojekte werden zurückgefahren. Wir spüren auch, dass in Großbritannien weniger Interesse an Flächenentwicklung und Bauprojekten besteht. Und das wirkt sich natürlich auch auf uns aus. Das heißt, wir bekommen weniger Anfragen und folglich auch weniger Aufträge in diesem Segment. Müssen Sie künftig Zölle oder Einfuhrabgaben zahlen, wenn Sie nach Großbritannien exportieren? Bleiben Sie dann noch wettbewerbsfähig? Es herrscht Unsicherheit bei der deutschen Industrie und beim Handel insgesamt. Der Brexit richtet jetzt schon Schaden an. Im Jahr 2015, also vor dem Brexit-Referendum, lag Großbritannien auf dem 3. Platz unserer Exportrangliste. Nunmehr liegt es nur noch auf dem 5. Platz. Die Exporte sind um fast 10% zurückgegangen von Deutschland nach Großbritannien. Das ist ein Schlag ins Kontor. Auf einen harten Brexit bereiten Sie sich auch beim Duisburger Logistikunternehmen STI vor, mit wochenlangem Chaos bei der Zollabfertigung. Mit ihren Kühl-LKWs transportieren sie empfindliche Arznei und Lebensmittel und raten ihren Kunden, sich zu wappnen, auch langfristig. Wir empfehlen unseren Kunden dahingehend auch immer eine 14-tägige Bevorratung. Wenn das nicht möglich ist, dann eben die alternative Suche nach Lieferanten auf Kontinentaleuropa. Sie werden Großbritannien künftig wohl nicht mehr so häufig ansteuern. Für etliche deutsche Unternehmen droht ein Absatzmarkt verloren zu gehen.